Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Die Winterwelt der Tiere zeigen. Das schöne Buch hat 32 Seiten, kostet 17 Euro und wird für 6- bis 8-Jährige empfohlen. Das Thema hier ist die Natur und die Tiere eben im Winter. Man erfährt zu zahlreichen Tieren ihre Lebensweise, was sie besonders macht, wie sie den Winter überstehen und was sie fressen und wo sie eben leben. Die Bilder finde ich hier besonders schön, sehr realistisch, aber doch kindlich, genau richtig für die Zielgruppe, finde ich. Viele dieser Tiere sind den meisten Kindern auch bekannt, wie zum Beispiel Eichhörnchen, Maulwurf oder Fischotter, was natürlich auch sehr viel Spaß macht, wenn man sie eben kennt. Und es gibt aber auch viele neue Unbekannte, die dazu kommen, zum Beispiel ein Fettschwanzmaki, ein Moschusochse oder Baumstachelschwein, um das Ganze eben interessant und spannend zu machen. Es gibt hier mehrere Faltkarten, um zum Beispiel die Tierspuren in Lebensgröße verschiedener Tiere zu betrachten, was sicherlich eins der Highlights im Buch ist. Da könnt ihr mal die untere Hälfte sehen, damit es auch spannend bleibt. Und es ist, wie gesagt, in Lebensgröße. Das ist natürlich richtig, richtig toll und interessant für die Kinder. Und ja, mein Sohn war total begeistert von diesem wunderschönen Winterbuch. Er mag Tiere und findet solche Tierdetails sehr spannend. Besonders die Spuren haben ihn begeistert und er liest sehr viel aus diesem Buch oder mal Spuren nach, was zeigt, wie gut ihm das Buch einfach gefällt. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!